Montags wird es hier bunt auf den Tellern. Im Gessiner Gemeindezentrum kochen und servieren Mitarbeiter eines regionalen Lebensmittelvermarkters einen Mittagstisch. Gäste, die Dorfbewohner. Das Angebot heute: Frühlingssalat und asiatische Nudeln aus dem Wok. Zubereitet wie immer vegetarisch. Also vom Nährwert ist das allemal ausreichend. Also da macht man ja schon dicke Backen, damit das alles weggeht. Ich finde, das ist schon der richtige Ansatz, also dass man hier regional kocht und ja auch in der Gemeinschaft essen kann und nicht mal eben schnell am Imbiss sich halt eine Bulette holt oder eine Bratwurst. Regionalität ist Teil des Erfolgsrezepts. Schiffscontainer oder lange Autobahnfahrten musste das knackige Gemüse nicht überstehen. Alles in diesem Laden ist von heimischen Erzeugern. Den Speiseplan geben deshalb auch die Jahreszeiten vor. Was aktuell wächst und essbar ist, kommt auf den Tisch. Also jetzt sind wir im Frühling, jetzt wird es langsam wieder spannend für uns. Aber natürlich im Winter, da wird dann Lagergemüse viel verwendet. Da wird es dann langsam, ne? Da muss man sehr kreativ und spannend kochen und dann... Aber es geht, ne? Also man kann Sachen einlegen, man kann viel mit Gewürzen arbeiten, was man so über das Jahr irgendwie produziert hat. Also eigentlich kann man die Leute sehr überraschen mit dem, was man doch rausholen kann noch. Fleischersatz in der vegetarischen Küche sind heute aromatische Shiitake-Pilze, zu Hause eigentlich in Japan und China. Diese aber kommen aus Markgrafenheide. Mit der Zubereitung muss Ulrike rechtzeitig beginnen. Ich bin kein Profi, keine Profiköchin, also... Bereite ich mich einfach gut vor, dass ich alles da habe, dass ich nicht in Stress komme. Und mal gucken, vielleicht geht das noch irgendwann noch mal ein bisschen schneller mit den Gemüseschneiden. Aber ansonsten durch ein gutes Timing kommt man auch ans Ziel. Dörte hilft regelmäßig mit. Sie ist die Salatbeauftragte und zuständig für das besondere Extra. Gänse und Butterblume, Olivenkraut, Spitzwegerich, Gundermann. An die bunte Mischung von der Wiese muss sich der Durchschnittsgaum aber erst gewöhnen. Also ich finde es immer ziemlich gut, wenn auch mal so ein Bitterstoff in einem Salat ist und nicht immer alles nur gleich schmeckt, sondern das sind so ganz viele verschiedene Geschmacksnerven, die da angesprochen werden und eben auch mal so ein kleiner Bitterstoff oder so. Also mir schmeckt es sehr gut. Aber nicht, also wer das nicht gewöhnt ist, der schüttelt sich manchmal ein bisschen. Im Dorfhaus gekocht wird seit Ende März, heute zum ersten Mal asiatisch. Ich glaube, die asiatische Küche ist ja auch ein bisschen wilder mit Feuer eigentlich. Und ne, also da geht es ja schon ein bisschen wilder her als in so einer geordneten deutschen feinen Küche. Ne? Da kann man mal was zusammenhauen und scharf anbraten. Im Schnitt kochen sie hier gut 20 Essen, zurzeit aber nur montags. Finden sie einen Koch, den sie auch bezahlen, wollen Ulrike und Dörte im Gessiner Dorfhaus täglich einen Mittagstisch anbieten.